Die Landschaft des Hohen Venn wird in charakteristischer Weise durch den großen Bestand an Buchenhecken geprägt. Als dicht geflochtene Haushecken treten sie ausschließlich innerhalb der Dorfbebauung auf, wie hier in Eicherscheid. Der ältere Hausbestand zeigt die typischen Kennzeichen der Bauweise in der Nordeifel. Die langgezogenen, teilweise winkelförmigen Fachwerkbauten weisen in der Regel einseitig weit heruntergezogene Dächer auf. Auch wo die alte Schilfdeckung nicht mehr erhalten ist, wird diese asymmetrische Form beibehalten. Zusammen mit den Hecken, die die Hausfronten flankieren, schirmen die Dächer, Wohnhaus und Stallungen gegen die Wetterseite ab. Das kastenförmige Bild der Haushecken erreicht man durch regelmäßigen Schnitt und Verflechtung. Der vertikale Wuchs wird dadurch nur wenig eingeschränkt. Ganz anders stellt sich die Pflege der Feldhecken dar, die im Folgenden zu sehen ist. Die Verbreitung beider Heckenarten ist im Norden durch das Aachener Hügelland und im Osten durch die Mechernicher Voreifel eingegrenzt. Im Süden erstrecken sie sich bis zur Kalkeifel, im Westen bis zum Ardennen-Fenn-Vorland. Und schmeckt's schön, oder? Ach so, ja. Das Schneiden der Feldhecken findet im Winter statt. Die beiden Männer, die sich hier auf dem Weg in die Eicherscheider Flur befinden, sind mit Leiter, Säge, Astschere, Beil und Axt ausgerüstet. Moin! Bis morgen, Abi! Jo, du warst fertig! Ja, wir wollen noch hin, du! Die so hey, ja, wir gehen auch. Ja, wenn du fertig bist, dann kriegst du es jetzt helfen. Die Feldhecken umschließen Acker- und Weideflächen. Sie kennzeichnen damit die einzelnen Flurparzellen und begrenzen als natürliche Zäune die Viehweiden. Der erste Arbeitsgang besteht im Ausholzen kleinerer Äste, das mit einem kurzen Hackbeil ausgeführt wird. Die Flurhecken erreichen nur eine Höhe von etwa 1,5 Metern. Durch radikales Zurückschneiden sind im Verlauf von Jahrhunderten knorrige Niederhecken entstanden. Aus diesem dichten Unterholz lässt man in lockeren Abständen nur wenige Hochstämme herauswachsen. Das Entfernen der dünnen Äste und Stämme soll den Wuchs der kräftigeren fördern und den unteren Bereich der Hecke besser durchlüften. Bleiben zu viele junge Triebe stehen, so neigen die alten knorrigen Stämme leicht zur Verfaulung. Auch als einseitige oder beidseitige Begrenzung der Flurwege erfüllen die Feldgehölze ihre Funktion. Ein weiterer Bestandteil der Heckenpflege ist das Heraushauen morscher Stammteile. Damit wird erreicht, dass aus dem gesunden Holz vermehrt Sprösslinge austreiben. Besonders die Oberkante muss sorgfältig gesäubert werden, da sich hier an den fauligen Stellen leicht die Nässe staut. Die wichtigste und anstrengendste Tätigkeit ist das Aussägen der dicken Buchenstämme, die der Brenn- und Nutzholzgewinnung dienen. Zu diesem Zweck lässt man sie 20 bis 30 Jahre aus der Hecke herauswachsen, ehe sie abgeholzt werden. Mit einem Kramphaken werden sie auf die Innenseite des Feldes gezogen und anschließend mit der Axt entastet.
Also nur so weg. Dann mal die Hand drecken, wa? Ja. Oh, oh, noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Es gehören Erfahrung und Augenmaß dazu, diejenigen Stämme auszusondern, die ergiebig genug für die Brennholzverwertung sind. Der Fortbestand der Feldhecke muss hierbei bedacht werden. Stämme mittleren Umfangs gewährleisten zusammen mit dem buschig-knorrigen Unterbau den optimalen Schutz gegen Wind, Frost und Regen. Die älteren Stämme hingegen entziehen dem Boden zu viele Nährstoffe, sodass sich das Buschgehölz des unteren Teils nicht entsprechend ausbilden kann. Nach dem Absägen der Stämme wird die Schnittfläche mit der Axt zu den Kanten hin abgeschrägt, damit sich kein Stauwasser bilden kann. Die Verflechtung der einzelnen Buchenäste gehört zur Heckenpflege. Dünnere Zweige werden heruntergebogen und ineinander gesteckt. So entsteht ein langsam zuwachsendes, undurchdringliches Flechtnetz. Das Verflechten trägt dazu bei, größere Lücken zu schließen und somit die Funktion der Hecke als natürlichen Weidezaun zu erhalten. Das Ausholzen der großen Baumstämme erfolgt heute in der Regel mit der Motorsäge. Die übrigen Arbeitsgänge, wie Entfernen der Faulteile, Ausflechten der Lücken oder das Wegschneiden der Queräste, das hier zu sehen ist, lassen sich durch maschinellen Einsatz nicht vereinfachen. Das Entfernen der querstehenden Zweige, das mit der Astschere erfolgt, soll den vertikalen Wuchs der Hecke beschleunigen. So weisen die dicken Buchenstämme bis zu einer Höhe von etwa 8 Meter keinerlei Verästelungen auf. Im Bereich des Unterholzes erreicht man durch das Entasten eine gleichbleibende Heckentiefe. Diese wird zusätzlich durch einen längsseitig verspannten Draht reguliert.
Einzelne Sprösslinge werden krumm gebogen und in dieser Stellung am oberen Ende festgeknüpft. So wachsen in einem Zeitraum von etwa 30 Jahren aus dem Unterholz die sogenannten Krummen heran. Diese dicken, bogenförmigen Hölzer dienen als Rohmaterial für das Handwerk der Sattel- und Hamenmacher, das bis 1951 in Eicherscheid ausgeübt wurde. Ja, wir haben noch. Haben wir noch Krumme? Jo, jo, jo. Sollen wir die noch abfahren? Ja, komm. Wie heißt es dann? Ja, haben wir ja noch einen Krumme. Ja, komm, jetzt kicke hin. Komm, jetzt kicke, du Zoll, dass er hat. Ja. Für die Herstellung der Kuh- und Pferdehamen misst man von der Biegung aus zwei ungefähr gleich lange Stücke ab. Ah, Spalle! Noch ein Fuß, hier sehen wir da. Da wird es klappen. Die entstehende Form entspricht der Nackenrundung der Tiere und wird für die Weiterverarbeitung später längs zersägt. Der Rest des Baumstammes kann wiederum als Brennholz genutzt werden. Es war üblich, dass der Hamenmacher selbst aufs Feld kam, um die Hölzer, die er gebrauchen konnte, auszuwählen und zu vermessen. Je nach Dicke des Krummholzes ließen sich 2 bis 4 Kummetbögen unterschiedlicher Größe aus einem Stück gewinnen. Um uns mehr Schöbel zu holen oder zusammen zu kriegen. Also. Den 40 Kannst du das auch buchen, das Ding? Ja, das kann man auch noch buchen. Hey, den, das ist ein Hörer, der Junge. Ich hab 4. Und was, hey? Das sind auch noch 4. Da haben wir 12. 13, 14, 15 Zoll Holz. So Geld haben? Ja, das kriegst du auch doch. Wenn sie noch hin sind, dann rechnen wir. Ja, 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 du musst nicht so knippen. Hey. Ja, wann kannst du das da holen? Die Hamspäne aus den Eicherscheider Feldfluren hatten im In- und Ausland einen guten Ruf, da die krumm gewachsenen, knorrigen Buchenhölzer nicht rissen und eine gute Qualität besaßen. Die winterliche Pflege der Flurhecken bedeutete einen enormen Arbeitsaufwand. Bei der Länge der Feldgehölze war es unmöglich, jede Hecke jährlich auszuholzen. Daher fand der Schnitt der einzelnen Feldbegrenzung in einem Turnus von etwa 8 bis 10 Jahren statt. Für die Brenn- und Nutzholzgewinnung aus den Hecken war dadurch ein genügend großer Abstand gewährleistet. Annähernd 1000 Kilometer Feldhecken durchziehen die Monschauer Flurlandschaft, die sich über ein Gebiet von 300 Quadratkilometern erstreckt. Nur im Münsterland und in den norddeutschen Küstengebieten lassen sich vergleichbare Beispiele dieser traditionellen Windschutzbepflanzung antreffen. Die Verbreitung der Haushecken erstreckt sich über die Gemeindegebiete von Röttgen, Simmerath und Monschau. Hier in Eicherscheid findet sich noch eine große Anzahl dicht geflochtener und schön ausgebildeter Hecken, die sorgfältig gepflegt werden. Der Ort Eicherscheid, der bis 1971 als selbstständige Gemeinde dem Kreis Monschau untergliedert war, gehört heute zur nördlich gelegenen Gemeinde Simmerath im neuen Landkreis Aachen. Im Gegensatz zu den durchlässigen Feldhecken sind die ausschließlich innerhalb der Dorfbebauung zu sehenden Haushecken dicht und hoch.
Der häufigsten Windrichtung entsprechend sind sie im Südwesten, Westen oder Nordwesten der Gehöfte angepflanzt. Je nach Ausrichtung des Grundrisses stehen sie dann entweder als Schutzschild vor einer Hausfront oder flankieren zwei Seiten winkelförmig. Es kommen auch Hecken vor, die Wohnhaus und Stallungen U-förmig von drei Seiten umschließen. Die Pflege der Hecken besteht aus den drei Arbeitsgängen Schnitt, Verflechtung und Nachziehen von Jungpflanzen. Das Scheren der Haushecken fand früher zweimal im Jahr, nämlich vor Fronleichnam und im Juli-August statt. Heute wird in der Regel nur noch zum ersten Termin geschnitten. Der Schnitter benutzt zwei, manchmal drei Leitern unterschiedlicher Länge. Bei günstiger Aufstellung kann er so eine relativ große Fläche ohne Umsetzen bearbeiten. Zwischendurch muss die Schere nachgeschliffen werden. Der durchschnittliche Zeitaufwand beim Schneiden mit der Handschere beträgt etwa 5 Minuten pro Quadratmeter. Bei einer ungefähr 10 Meter langen und 7 Meter hohen Hecke bedeutet dies eine Arbeitsdauer von gut 6 Stunden pro Wand. Nicht wenige dieser Hecken sind 200 bis 300 Jahre alt. So sind mehrere Generationen an der Pflege der teilweise recht fantasievollen Heckenformen beteiligt. Anstelle einer dritten Leiter wird hier ein Brett verwandt. Es überspannt den Graben, der sich vor der Hecke entlangzieht. Der Scherer kann von hier bequem die Unterkante und die darüber liegenden 2 Meter bearbeiten. Die steinfreien, tonigen Lehmböden bilden zusammen mit den klimatischen Verhältnissen ideale Voraussetzungen für den Wuchs der Rotbuchen. Da die Böden allerdings leicht vernässen, ist es erforderlich, der Verfaulung des Bestandes durch Einzug von Ablaufgräben entgegenzuwirken. Die durchschnittlich 10 bis 30 Meter langen Hecken weisen verschiedene Höhen auf. Die niedrigen Exemplare sind zwischen 4 und 7 Meter hoch und 30 bis 60 Zentimeter tief. Die höheren Hecken wie diese besitzen eine Höhe von 8 bis 9 Metern, wobei die Tiefe entsprechend bis zu 90 Zentimeter beträgt. Die einfachen Sprossenleitern werden gegen die stärkeren Äste der Hecke gelehnt. Ein Querholz am oberen Ende verleiht zusätzliche Stabilität. Der Vorteil der Verwendung von Leitern gegenüber einem starren Gerüst besteht darin, dass diese besser umzusetzen sind und einen sicheren Stand an Böschungen und Gräben geben. Es stellt sich hier die Frage, ob nicht der Einsatz eines elektrischen Geräts die Arbeit erleichtern könnte. Das Schneiden auf den federnden Leitern verdeutlicht jedoch, dass dies allenfalls zu einer Gefährdung des Schnitters führen würde. Der Aktionsradius ließe sich keinesfalls vergrößern.
Ein langes Kabel würde zudem behindernd wirken. Ein weiterer Nachteil liegt bei der Hecke selbst. Das Gewicht eines Elektroschneiders drängt kleinere Äste zurück, die dann anschließend wieder hervorschnellen. Das Ergebnis ist eine unebene Oberfläche. Außerdem kann weniger Rücksicht auf neue Sprösslinge genommen werden. Aus diesen Gründen ist der Schnitt mit der Handschere sorgfältiger. Die obere Kante wird vom Hofraum hergeschnitten, der gut einen Meter höher liegt als die Straße. Der Scherer kann von hier bequemer und sicherer arbeiten. Der bereits fertig geschnittene Teil der Hecke weist schließlich ein exakt kastenförmiges Aussehen auf. Die Arbeit auf den steilen Leitern, die zudem beide Hände beansprucht, ist anstrengend und erfordert gutes Augenmaß. Deutlich wird auch, dass sie sinnvollerweise nicht bei stark windigem Wetter ausgeführt werden sollte. Die Funktion der Hecke als Schutz gegen Kälte und Regen erklärt sich aus dem Klima der Region. Zu den starken westlichen Winden und einer mittleren Jahrestemperatur von 6 bis 7 Grad kommen 800 bis 1300 mm Jahresniederschlag. Allerdings verfügt man heute für den Hausbau über wetterbeständigeres Material und über bessere Heizmöglichkeiten. Insofern sind die Eifelbewohner nicht mehr ganz so sehr auf die rot-grünen Laubwände angewiesen. Der hohe Zeit- und Arbeitsaufwand für die Pflege ist ein Grund dafür, dass kaum noch Neupflanzungen erfolgen. Auch wurden im Krieg viele dieser wertvollen Hecken beschädigt oder zerstört. Folglich ist eine Tendenz zur Abnahme des Bestandes unverkennbar. Um diese Entwicklung zu stoppen, wurden von den Kreisen Prämien für die Erhaltung und Pflege der schönen Hecken bereitgestellt. Es ist positiv zu bewerten, dass das Sommerscheren der Haushecken in Eicherscheid traditionell fortgeführt wird. Zusammen mit der Pflege der Flurhecken trägt dies zur Erhaltung der Monschauer Heckenlandschaft bei.